Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Festtage stehen vor der Tür und die Gäste auch. Aber was kochen ohne grossen Aufwand? Das Gobe erleichtert euch das Gestalten und Planen vom Weihnachtsessen mit einem grossen Angebot, Tipps und Rezept und natürlich auch günstige Preise. Und wir sind auch heute Abend wieder zu Gast, hier auf dem Bürgerstock beim Armin Amrein, dem Küchenchef vom Restaurant Le Club. Guten Abend miteinander. Bevor wir aber mit Kochen loslegen, wollten wir von euch noch einmal wissen, was ihr an Weihnachten am liebsten esst. Keine Ahnung, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Traditionell haben wir Chinoise oder Tischgrill. Bei mir gibt es keinen Unterschied zwischen Weihnachten, Sommer, Herbst und Winter. Etwas Einfaches und Vollwertiges. Ich denke mir, es Fondue Chinoise am besten, weil das schmeckt immer gut und ist unkompliziert. Tatsächlich zählt das Fleischfondue nach wie vor zu den Rennern an Weihnachten. Es ist einfach zum Vorbereiten und man muss im Kreis der Familie und der Freunde nicht immer in die Küche springen. Bei Coop hat die Wahl zwischen 11 verschiedenen Sorten für das Fondue Chinoise. Es gibt Fisch, Fleisch, Geflügel und neu auch Fondue Chinoise als Gemüseplatte. Ebenfalls neu sind die kleineren 200 Gramm Packungen zum Ausprobieren, Abwechseln und Kombinieren. Probiert es mal aus, es lohnt sich. Wie aus dem Fleisch für das Fondue die hochdünn geschnittenen Rollen entstehen, das seht ihr in diesem Beitrag. Zum Fleischfondue nimmt man ja einfach Bombchips und verschiedene Soßen. Zum Beispiel die feinen Dipsoßen von Betty Bossi oder andere Soßen aus dem Coop-Sortiment. Armin, gibt es auch noch andere Beilagen, die genauso gut dazu passen würden? Ja, aber ich würde zur Abwechslung mal einen richtigen, guten Früchtereis dazu servieren. Ja, da hast du schon alles schön vorbereitet. Ja. Kannst du uns zeigen, wie man die Mango so schön schneidet? Ja, das zeige ich dir gerne. Das ist ganz einfach, Tanja. Ich tue sie mit einem ganz normalen Sparschäler schälen. Dann stelle sie auf und tue einen flachen Stein entlang noch abschneiden. Mhm. Und dann können wir die Mango in Würfel schneiden. Ist ja gar nicht so schwierig. Nein. So. Für den Früchtereis tun wir Peperoni, Ananas, Mango und Bananenwürfel im Anken innen andünsten. Dann gekochten Langkornreis dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. So. Voilà. Schmeckt richtig fein. Und zum Schluss tun wir eingeweichte Sultaninen und geröstete Pinienkerne darunter mischen. So, voilà. So, wie versprochen, euer Früchtereis. Ich wünsche recht einen guten. Merci. Das Rezept findet ihr übrigens auch im Internet. Wer es an den Festtagen gerne stimmungsvoll, aber unkompliziert hat, der ist auch mit einer Tischgrillplatte von Bell bestens bedient. Auch hier kann man abwechseln zwischen Fleisch und Geflügel. Und wie beim Fondue passt dazu natürlich der Früchtereis von Armin Amrein. Neben zahlreichen Produkten aus dem Festtagsangebot gibt es bei Coop natürlich auch günstige Preise. Jetzt zum Beispiel ist alles Fleisch frisch und tiefgekühlt bei einem Einkauf ab 30 Franken 20% günstiger. Und mit dem Bo aus dem Weihnachtsmagazin gibt es diese Woche auch die Früchte und das Gemüse beim Einkauf ab 20 Franken 20% günstiger. Und auch in einer Woche sind wir zu Gast auf dem Bürgerstock beim Armin Amrein. Er zeigt uns dann noch einmal eins, aber das mal aus seiner Küche von seinen feinen Rezepten. Und mich würde es freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Wir wünschen euch einen schönen Abend und vor allem schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten.